Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craftopia. Wir wollen mal nach da drüben gehen. Gucken, was es da so Schönes gibt. Gibt es hier eine Kiste? Nein. Du hörst mal bitte auf mich zu schießen. Danke. Die Kiste habe ich schon gelootet. Okay, dann waren wir hier schon. Das muss sogar in irgendeiner Aufnahme gewesen sein, denn offscreen loote ich keine Kisten. Das mache ich alles in den Aufnahmen mit euch zusammen. Sage mal, läufst du auf der ganzen Insel umher? Hero Sword. Nee, danke. Nein, danke. Ach, da war das eine Dungeon. Sag mal, wo bin ich denn jetzt? Da, okay. Ob es hier oben noch ein geheimes Versteck gibt? Vielleicht eine Waffe, die 500 Damage macht? Mal schauen. Und nein, es gibt Steine und Eisen. Und ein paar Bäume. Und Silber. Aber sonst sehe ich jetzt auf die Schnelle auch nichts. Hier oben ist nochmal Gold. Ein Wolf. Aber ansonsten... Oh, ich hätte gedacht, hier oben gibt es vielleicht noch irgendwas Verstecktes. Da oben waren wir aber... Da oben waren wir allerdings auch noch nicht. Ja, Autosave, wir wissen's. Oh, schade, ich hätte gedacht, hier gibt es irgendwas Besonderes. Hier ist einfach die Map zu Ende. Da ist noch ein Dungeon. Oh, lol. Ich würde sagen... Au, hört doch mal auf. Aber ich glaube, ich bin zu voll für das Dungeon. Kann das sein? So, wir weichen euch Hunden erstmal aus. Ja, ich bin zu voll. Ich könnte hier maximal die wegschmeißen. Die wegschmeißen. Die Seeds kann ich eigentlich im Grunde auch wegschmeißen, weil habe ich mehr als genug erst einmal davon. Und ich glaube nicht, dass ich nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise so viel brauche. Da haben wir 5 Slots frei. Na dann, rein hier. Ich glaube sowieso nicht dran, dass ich hier nochmal irgendwelche guten Waffen rausbekomme. Poisonous Needle. Kann man für irgendwelche Stäbe nutzen. Und das hier genauso. Okay. Was sind da? Das sind Büffel. Die muss ich, glaube ich, mit dem Zweihandschwert erledigen, ne? Ne, hier haben wir ja noch Kochutensilien. So. Ja. One Hit. So, Türchen müsste offen sein. Ja. Die 1. Wow. Wow.
Ich sag mal nichts dazu. Ich weiß, dass das alles hier random ist, aber eine Feder in einem Dungeon aus einer Kiste. Ja, gut. Aber die Kochutensilien sind immer gut. Das und das. Silber und eine Shell. Oh. Oh, das ist mir auch neu mit den Krokodilen, oder? Hatten wir die schon? Ich bin ehrlich, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, weil ich mir das alles einfach gar nicht merken kann, was es hier alles neu gibt. Hä? Stopp mal, was ist denn... Hä, was ist das? 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 Skills? Ja, ich weiß, ich habe Skillpunkte. Aber was ist denn das hier, bitteschön? Warum tut der die Hotbar so komisch wechseln? Nochmal Y? So, für alle, die sich wundern, da unten steht Z, aber es ist auf Englisch und bei der englischen Tastatur ist das Z bei Y und das Y bei Z. Also, ja. Hallo? What the fuck hält das viel ab? Alter! Sag mal! Jetzt lass mich doch mal in Ruhe dich töten hier! Alter! Hör mal auf! So, auf den Kopf! Und du da? Ach, ich muss wieder die... Hä, ich hab die doch ausgerüstet. Hä, ich hab doch... was ist denn jetzt hier falsch? Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Ja, so kann man es auch machen. Aber was ist jetzt hier unten falsch? Ich habe die doch ausgerüstet. Jetzt, ach jetzt auf einmal. Hä? Was eine Scheiße. Und was sehen wir da hinten? Den Golem. Den klatschen wir mal mit dem Schwert. Hi! Hä, warum ist das offen? Hä, ich war hier noch nicht! Hä, was ist denn hier los? Ihr habt's ja gesehen, die Map war noch nicht aufgedeckt. Ich war hier noch nicht und... Ja, einfach durchrushen, ohne den Boss zu klatschen. Geil! So stellt man sich Craftopia vor. Also ich glaube, das Dungeon hier ist noch ein bisschen fehlerhaft gewesen. Ja, hier ist auch keine Kiste. Oder taucht die erst auf, wenn wir den Boss erledigt haben? Das kann gut sein, weil ich kriege hier auch keine Rune. Ohne, dass ich hier was mache. Das ist ja... Aber ihr habt es zum Anfang der Folge gesehen, die Map war unaufgedeckt. Ich wusste nicht, dass hier ein Dungeon ist. Deswegen, wir erledigen den einfach mal ganz kurz. Muss ich was essen? Nee, nicht unbedingt. Och, lass mich doch.
Entschuldigung. Hallo? Fällst du? So, da ist er down. So, jetzt habe ich die Meldung bekommen, die Tür ist aufgegangen. Aber das ist nicht da. Das ist ja scheiße dann. Das heißt, hier fehlt mir jetzt eine Rune, die ich bekommen kann. Und da hinten ist ein Geheimraum ohne Kiste. Es ist eigentlich scheiße, aber man kann es nicht ändern. Nee, die Kiste ist auch nicht gespawnt. Ich muss mich mal ganz kurz irgendwo safe hinstellen. Ihr habt es ja gesehen, das haben wir gerade erst alles hier aufgedeckt. Aber gut, ich sag mal so, mein Inventar ist eh randvoll. Und hätte ich hier drin... Ja, da habe ich zur Not noch Platz, denn da sehe ich eine Kiste. Und Goblin-Kinder. Wow. So. Ach, da scheißt wieder einer Dynamit rum. Ja gut, Ressourcen brauchen wir erstmal nicht. Die Hammer vorrätig fürs Erste. Da ist noch eine Kiste. Mit zwei Schwertern. Mamluk Sword 1. Ach, das sind die, okay. Hier mal rote Blümchen. Ah ja, Autosave war klar. Wenn ich jetzt nach da gucke, da waren wir schon. Wir müssen eh da runter. Da können wir ja hier außen lang rennen. Und erstmal unser Inventar wieder leer machen. Bevor wir uns die große Goblin-Insel mal vornehmen. Und irgendwann möchten wir auch... Hallo, du schon wieder? Irgendwann möchten wir ja auch mal Stage-Wechsel in Angriff nehmen, weil ich würde gerne so eine Drachenrüstung haben, bin ich ganz ehrlich. Die sieht so richtig geil aus. So. Da wären wir wieder daheim. Machen wir mal kurz hier. Weg damit, weg damit. Anti-Animal 80 plus 80%, das hebt man auf jeden Fall off. Das kann weg. Das kann weg. Death plus 6%, das hebt man auf. Das hebt man auf, die kann weg. Die 100er Macheten können weg. Das. Oh, der Markt ist voll. Das kann weg. Das kann weg. Skill Cooldown, Physical Critical Chance. Das hebt mal auf. Das kann weg. Das kann weg. Das hebt mal auf. Und das weg. Haben wir sonst noch was zu verkaufen? Nein. Bin ich echt mal gespannt, was das dann an Geld bringt. Palim, Palim, Waffen hier. Zweihand. Und die Einhänderwaffen. Die Säbel kommen hier rein. Das ist ein Two-Händer, okay. Das heißt, das kommt hier unten mit rein. Da ist Mobblut. Das muss man erstmal alles wieder durchwaschen. Das Fleisch, die ganzen Potions. Das hier. Das hier. Die Federn und die Shells waschen wir auch mal durch.
Oh Gott, ich bin gerade überfragt. Ich habe hier noch Erze, genau. So, so und so. Da haben wir die Erze auch weg. Hatten wir Gold? Nein. Stahl hatten wir auch. Wir auch nicht. Wir haben Kupfer. So. Und Silber. Das war, glaube ich, 3. Genau. Den Stein behalten wir doch. Wir haben einen Stahl. Hier, wir haben wieder was Wichtiges, was für mich im Grunde wichtig ist. Das ist von einem Bossmob und die werden wir mal hier mit reinmachen. Das kommt da mit rein. Das Holz behalten wir mal. Falls wir mal wieder einen finden, der gerne was möchte. So, das alles raus. Die hier rein. Hier hatte ich... Ach, hier haben wir sogar schon so eine Nadel. Okay. Die kommen da hinten. Und hier vorne kommt dann... Nee, daneben kommt das alles rein. Okay, die könnte ich auch waschen, ne? Goblin und... Ach, du Heimatland. Ja, ich würde sagen, wir sind voll. Wir werden uns jetzt da hinten die Insel noch angucken. Oder die zwei Inseln, das sehe ich gerade. Das sind ja zwei. Und dann werden wir mal gucken, dass wir vielleicht eine neue Map erkunden. Wir haben ja dort so eine Desert und so eine, was war das? Feuer, Lava, Sandmap. Die möchten wir natürlich auch noch erkunden. Und ich sehe auch schon den Turm da hinten. Na, hallo? Nein, Miniflügel einfahren, das muss auch bis rüber schaffen. So, hier gibt es auf jeden Fall wieder Ressourcen. Da oben sehe ich schon die erste Kiste aufblinken. Ne? Oh, und wieder Bogenschützen. Leck mich doch. Warte, was? Gibt's hier am Strand noch Kisten, ne? Nee, nicht, dass ich sehe. Aber da oben! Oh, eine blaue! Hier am Strand gibt's auch nichts. Oh! Blaue Kiste, blaue Blumen. Und es gab einen Fisch raus. Yay! Da ist noch eine Kiste. Hier ist überall nichts mehr. Alles klar. Wow! Meine lieben Zuschauer, seht ihr den Ozean? Weit entfernt die Berge. Alles... leer. Und hier vorne ist Grünzeug im Wasser. Ja. Ich hoffe, das Wasser verändert sich hier noch. Also, dass die da ein bisschen mehr Leben reinbringen. Und dass eventuell... Vielleicht gibt es das auch schon. Map gibt, wo nur Wasser ist. Da möchten sie allerdings einbeziehen, dass man unter Wasser bauen kann. Und irgendwie, vielleicht gibt es auch schon einen Taucheranzug. Und das geht dann alles. Das wäre natürlich richtig geil. Also, das würde ich richtig feiern, so unter Wasser zu bauen. In dem Stile hier.
Das kommt, sieht bestimmt richtig geil aus. Da ist eine Kiste. Mit einem Schwert. Alter! Die haben mich aus der Luft abgeschossen. Was ist los bei euch? So. Gibt's hier oben noch irgendwas? Nö. Dann würde ich sagen, wir laufen noch mal am Strand lang, in der Hoffnung, eine Kiste zu finden. Oder wir fliegen, besser gesagt. Oder gleiten. Da ist noch eine rote Blume. Ich weiß noch nicht ganz genau. Ich glaube, die sind für Tränke gut. Dann müssten die roten ja für Lebenwiederherstellung sein. Die blauen dann für Mana. Und dann müsste es eigentlich noch, wenn ich so gucke, gelbe geben für Stamina. Wenn ich mich nicht täusche. Oder es gibt irgendwelche Regenbogen, Kräuter, Pflanzen, die alles voll machen. Aber gut, hier gibt es auch nichts mehr auf der Insel. Erkundet Hammerse. Geh weg. Die Erze. Oh doch, da sind noch. Lol, da sind noch Kisten. Und. Bitte sei ein Golem, bitte sei ein Golem, bitte, bitte. Oh, schade. Oh, sogar zwei Kisten. Cool. Oh, okay. Oh. Gelbe, ja, sag ich ja. Gelb für Stamina. Wird's ge. Ey. Oh, jetzt hier aber. Oh, Tacke! Nein, das wollte ich nicht machen. Boah, dieses Autosave. Ich habe das auf alle 10 Minuten runtergeschraubt. Warum? Okay, ist noch mal was Grünes. Warum kommt das so häufig, das Autosave? Es war doch jetzt niemals 10 Minuten. Wer weiß. Und in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir auf eine neue Map, ein bisschen erkunden, schauen, was es Neues gibt. Offscreen werde ich wie immer Ressourcen farmen, hauptsächlich Metalle, Stein und Holz. Und lol, das sehe ich jetzt erst. Wir haben 155.000 Gold. Nice. Was kann das hier? Du bleibst bei mir. So, dann werden wir noch ganz schnell ein bisschen Eisen da reinhauen. Was haben wir hier für Eisen? Veteran, Krokodil, Veteran und Warshed. Ne, wir bleiben bei dem, was wir haben. Verarbeiten das noch zu Stahl nehmen. Bei... sind immerhin 25 Stahl. Das sind wieder 5 Kisten. Warum nicht? So. Die ist gewaschen. So. Jo, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.